Stehen Marinette und Alia auf ihrer Liste, Monsieur Bourgeois? Nein, anscheinend nicht. Ich glaube, ich weiß, wer Papa bei der Liste geholfen hat. Und sie hat dafür gesorgt, dass sie mit Adrien zusammenarbeitet. Oh, das wird der grauenvollste Tag aller Zeiten. Die beiden muss ich vergessen haben. Papa! Danke, Schätzchen. Ah, oh ja, Alia, du bist, wie ich sehe, zum Müllsortieren eingeteilt worden. Und Marinette, du wirst, Wow! Hey, das... Entschuldigen Sie bitte, aber das hier ist ein Luxushotel und kein Zoo. Papa! Das ist Jagged Stone, der Rockstar. Er ist sehr berühmt und hat Millionen Alben verkauft und er ist sehr, sehr reich. Monsieur Stone, willkommen im Hotel Grand Paris. Ich bin Bürgermeister Bourgeois und Besitzer dieser Luxusherberge. Der luxuriösesten von ganz Paris, um genau zu sein. Was kann ich für Sie tun, Monsieur? Denken Sie etwa, dass ich hier bin, um Ihre Lobby zu bewundern? Jagged Stone hätte gerne Ihre luxuriöseste Suite. Ja, mit einer richtigen Badewanne für Fang, nicht mit so einem lächerlichen Ding wie in dem Hotel gegenüber. Wir haben alles, was Sie brauchen, Madame Fang. Natürlich auch ein hochmodernes Fitnessstudio. Fang ist mein Krokodil. Mr. Stone, wir haben alles, was Sie brauchen für Ihren, Fang. Er könnte gleich ein schönes Schaumbad nehmen. Krokodile mögen keine Schaumbäder, das trocknet ihre Schuppen aus. Oh nein, nicht der schon wieder. Wissen Sie noch, Monsieur Stone? Ich bin Vincent Azar. Nur ein Foto, damit alle sehen, wie gut wir befreundet sind. Kommen Sie schon, bitte. Ich bin ein Mega-Fan. Ich weiß, du warst auf fast all meinen Konzerten, aber wir sind keine Freunde. So, und jetzt schön lächeln. Haben Sie eben nicht zugehört? Sie wollen es wohl nicht verstehen, oder? Keine Fotos. Guter Reflex. Halten Sie sich in Zukunft von Monsieur Stone fern. Nächstes Mal kriegen Sie Ihre Kamera nicht zurück. Da keimen doch Wut und Frustration auf. Der perfekte Nährboden für meine kleinen Akumas. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Flieg los, mein kleiner Akuma, und verwandle ihn! Pixelator, ich bin Hawkmoth. Ich kann dir die Macht geben, das Lächeln deines Helden für immer einzufangen. Aber als Gegenleistung möchte ich, dass du auch für mich etwas einfängst. Ja, Hawkmoth. Monsieur Bourgeois, welche Aufgabe hatten Sie für Marinette angedacht? Ach ja, natürlich, da habe ich Marinette. Laufbursche, das ist eine schöne Aufgabe für dich. Laufbursche? Was ist das? Ich schätze, es wird genauso schlimm wie Müll sortieren. Monsieur Stone braucht für heute Abend eine neue Sonnenbrille. Rot, weiß, blau und es sollen zwei große Eiffeltürme drauf sein. Besorgen Sie die für ihn? Natürlich tun wir das. Marinette ist unser Laufbursche. Sie wird sich darum kümmern. Ein Laufbursche ist jemand, der für die Hotelgäste Dinge erledigt. Alles, was sie wünschen. Also beeil dich. Lauf. Die ist doch gut. Jetzt kann ich wieder zurück ins Hotel und Adrien sehen. Oh, und Chloe. Die sieht aber nicht so aus, wie Monsieur Stone sie haben will. Wie meinst du das, Tiki? Da ist etwas rot und weiß drauf und zwei Eiffeltürme. Ich denke nur, es ist besser, eine Aufgabe von Anfang an richtig zu erledigen.